Verlustausgleich der Jahre 2017 und 2018 des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dresden. Hier sind mir zwei Wortmeldungen signalisiert, Herr Mattes und Frau Dr. Vogel in der Reihenfolge. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich für die Maske, aber ich spreche lieber ohne, damit man mich vernünftig verstehen kann. Das, was uns heute vorliegt, der Verlustausgleich für die Jahre 2017, 2018, Städtisches Klinikum, das ist so etwas wie eine Schlussbilanz einer gescheiterten Krankenhausfinanzierung. Die ganze Schlussbilanz war 2019 und 2020, wird ja auch noch kommen. Wenn das Klinikum in den letzten Jahren den Ratschlägen diverser Wirtschaftsberater und auch aus Teilen der Kommunalpolitik konsequent gefolgt werden wäre, dann hätte es heute wahrscheinlich geringere Defizite. Aber es würde heute noch mehr Schutzmaterial fehlen. Wir hätten noch weniger Betten und Intensivbetten und weniger Pflegekräfte. Zum Glück sind wir nicht allen Ratschlägen gefolgt. Dennoch, Handlungsbedarf hinsichtlich des städtischen Klinikums ist zweifellos gegeben. Kurzfristig hinsichtlich der Meisterung der Corona-Epidemie, und da kann man nur allen Ärztinnen und Ärzten, allen Pflegekräften und allen anderen Beschäftigten des Klinikums für ihren hohen Einsatz danken. Das würde ich gern von dieser Stelle aus tun. Mittelfristig besteht Handlungsbedarf hinsichtlich der Optimierung der Prozesse im Klinikum selbst und der Arbeitsabläufe, ganz im Interesse der Patientinnen und Patienten. Und es besteht natürlich auch Handlungsbedarf hinsichtlich eines neuen Verhältnisses zum Uniklinikum. Wir müssen dort wegkommen von einem Verhältnis der Konkurrenz und oder des Wettbewerbs und zu einer Zusammenarbeit und vernünftigen Arbeitsteilung. Langfristig kann man sicher auch über neue Standorte reden, und das werden wir sicher hier auch tun. Vor allen Änderungen im Klinikum selbst muss sich aber erst das deutsche Krankenhausfinanzierungssystem ändern, und zwar gründlich. Sonst ist alles andere sinnlos. Und da zitiere ich hier mal Klaus Reinhardt, den Präsident der Bundesärztekammer und Präsident des Hartmann-Bundes, also eher ein Vertreter des konservativen Teils der deutschen Ärzteschaft, der vor drei Tagen sagte: Nach der Krise müssen wir dringend über eine neue Finanzierung des Systems sprechen. Wie bei der Feuerwehr muss auch in Krankenhäusern das Vorhalten von Personal, Technik und Leistung finanziert werden. Kliniken sind Einrichtungen der Daseinsfürsorge und keine Industriebetriebe. Krankenhäuser müssen dem Patienten dienen, nicht dem Profit. Ich zitiere immer noch Klaus Reinhardt. Das müsse sich ins kollektive Gedächtnis einbrennen. Da hat er vollkommen recht, das muss sich ins kollektive Gedächtnis einbrennen, der Gesellschaft insgesamt, aber möglichst auch dieses Stadtrates, damit wir künftig, wenn wir hier über unser Krankenhaus und über unser städtisches Klinikum reden, nicht mehr über Defizite oder Überschüsse am Jahresende reden, die würde es dann nämlich nicht mehr geben, sondern darüber, wie unser Krankenhaus leistungsfähig für die Dresdnerinnen und Dresdner da ist, und zwar sowohl im Normalbetrieb als auch in besonderen Krisen wie der gegenwärtigen. Vielen herzlichen Dank. So, jetzt Frau Dr. Vogel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat. Auch ich spreche lieber ohne Maske. Ich denke aber, wir sollten im Stadtrat Vorbild sein, und wenn wir den Bürgerinnen und Bürgern schon diese Pflicht auferlegen, dann sie auch selber tragen, gerade als Mitglieder des Gesundheitsausschusses. In dieser Vorlage heute geht es um die Vergangenheit. Diese kann nicht nur für Einzelpersonen manchmal schmerzlich sein, sondern auch für sogenannte juristische Personen hier, den Eigenbetrieb unseres städtischen Klinikums Dresden.
Es geht um die Gewährung eines Verlustausgleichs der Jahre 2017 und 2018 in Höhe von insgesamt gut 10 Millionen Euro. So viel, wie wir gerade den Kleinstunternehmern in der letzten Ratssitzung als Corona-Soforthilfe außer der Reihe und ausnahmsweise gewährt haben. Die Corona-Pandemie ändert nichts daran, dass das Städtische Klinikum auch in den nächsten Jahren auf die finanzielle Unterstützung der Stadt angewiesen sein wird, um sich inhaltlich und finanziell zu konsolidieren. Wir wissen das, es ist bekannt und wir haben es bereits mehrfach im Rat diskutiert. Die Krankenschwestern und Krankenpfleger, da schließe ich mich gerne an, die Ärztinnen und Ärzte, die Klinikverwaltung, sie alle leisten Schwerstarbeit, schon in normalen Zeiten. In Zeiten wie diesen, in Corona-Zeiten, gilt das umso mehr. Ihnen allen gilt unser großer Respekt und unser Dank. Leben schützen und Leben retten. Eine sinnvollere Tätigkeit ist schwerlich vorstellbar. Um diese elementaren Aufgaben kommunaler Daseinsvorsorge weiter erfüllen zu können, braucht das Städtische Klinikum auch weiterhin die Unterstützung des Stadtrates. Der finanzielle und strukturelle Konsolidierungskurs des Klinikums hatte bereits vor Corona begonnen und er wird nun während und auch nach Corona fortgesetzt. Dazu gehört der uns jetzt vorliegende Verlustausgleich aus den Jahren 2017 und 2018. Er wird aus Mehreinnahmen aus den allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Freistaats Sachsen für 2020 gedeckt. Das war im Übrigen die Bedingung der Landesdirektion Sachsen, damit wir, Sie erinnern sich, den Kassenkreditrahmen des Klinikums überhaupt erhöhen konnten, wie wir es bereits beschlossen und getan haben. Wir haben uns im Rat zu diesem finanziellen und strukturellen Konsolidierungskurs für das Städtische Klinikum bekannt. Die Zustimmung zu dieser Vorlage ist flankierend zu diesem Kurs und daher nur konsequent. Ich bitte Sie um Unterstützung dieser Vorlage zum Wohle des Klinikums und zum Wohle der Menschen in unserer Stadt. Vielen Dank. Soweit die zwei angezeigten Wortmeldungen. Gibt es weitere? Herr Dr. Depper, bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Eigentlich gibt es ja zu dieser Vorlage nicht viel zu sagen, weil wir etwas nachvollziehen, was die Landesdirektion uns letztlich vorgegeben hat. Aber es ist eigentlich die Gelegenheit, um einen Blick auf die gegenwärtige Situation des Klinikums zu werfen. Und da kann ich mich zunächst mal nur dem Dank, den meine Vorrednerin und mein Vorredner ausgesprochen haben, ausdrücklich anschließen an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums. Dort wird zurzeit eine hervorragende Arbeit geleistet. Das Städtische Klinikum hat sich sehr gut auf diese Situation der Corona-Pandemie vorbereitet. Es sind eigene Stationen geschaffen worden für Covid-19-Patienten. Die Intensivkapazitäten des Klinikums sind erheblich erweitert worden und die Zahl der Beatmungsplätze ist fast verdoppelt worden. Gott sei Dank sehen wir jetzt, dass nicht alle Intensivplätze, nicht alle Beatmungsplätze gebraucht werden. Und wir können ja auch Gott sei Dank sagen, gerade auch was die Situation in Dresden anbetrifft, dass wir zurzeit die Dinge unter Kontrolle haben, was uns nicht eben weiterer Maßnahmen und weiterer Schutzmaßnahmen entbehrt. Leider hat aber diese sehr positive Arbeit des Klinikums, die sehr gute Arbeit des Klinikums, keine positiven Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation des Klinikums. Es ist im Gegenteil so, dass das Klinikum, wie uns gesagt wurde, durch die jetzige Situation 2 Millionen Euro Verluste etwa zusätzlich macht im Monat. Die kommen halt dadurch zustande, dass eben vieles, was Normalbetrieb ist, zurzeit nicht stattfindet. Operationen oder auch diagnostische Maßnahmen, die nicht dringend notwendig sind, werden zurzeit nicht durchgeführt. Und dadurch stehen Betten leer und es gehen eben Einnahmen in beträchtlichen Größenordnungen verloren. Und diese Situation, die muss natürlich auch den Blick darauf lenken, wie Krankenhausfinanzierung vonstatten geht. Da bin ich durchaus bei Herrn Mattis. Und man muss jetzt aber sagen, hier sind wirklich auch die Krankenkassen in der Pflicht,
Die Krankenkassen haben gesagt, ja, den Krankenhäusern sollen keine Nachteile entstehen durch diese Vorbereitung auf die Corona-Pandemie. Aber wenn man genau hinguckt, dann sieht es bisher nicht so aus, als wenn die Krankenkassen bereit sind, die zusätzlichen Verluste, die jetzt gerade in den Kliniken anfallen, die sich dort wirklich hauptsächlich betätigen, dass sie diese ausgleichen. Und da sind also ausdrücklich auch Maßnahmen des Gesetzgebers oder auch von Bundesebene gefordert, damit die Krankenkassen das leisten. Das Weitere, denke ich, was wichtig sein wird, ist, dass das Klinikum nun, wo klar ist, wie man die Pandemie handhaben kann und wie man die Patientenzahlen auch kontrollieren kann, dass das Klinikum nun doch wieder in einen Regelbetrieb so langsam übergeht, in einen Normalbetrieb. Dass also auch die Dinge getan werden können, die jetzt nicht ganz dringlich sind, die aber eben auch für die Patientenversorgung wichtig sind. Es gibt eben auch Menschen, die derzeit ein neues Hüftgelenk brauchen oder die Eingriffe am Herzen brauchen oder Ähnliches. Und auch diese Patienten sind da und diese müssen jetzt wieder behandelt werden können wie zuvor. Und ich denke, da liegt jetzt eine wichtige Aufgabe für das Klinikum, eben so langsam auch in diesen Regelbetrieb wieder überzugehen. Und ein letztes Wort zu den Fragen der Krankenhausfinanzierung und das, was Herr Mattis gesagt hat. Es ist sicherlich richtig, dass sich viele Fragen an die Krankenhausfinanzierung in Deutschland stellen. Und ich denke, da wird es nach dieser Pandemiesituation zahlreiche Diskussionen geben und da müssen Veränderungen geschaffen werden. Aber es enthebt uns nicht der Aufgabe, auch unser städtisches Klinikum so aufzustellen, dass es eben auf der einen Seite leistungsfähig ist, dass es auf der anderen Seite aber eben auch wirtschaftlich arbeiten kann. Und wir wissen, was da für große Aufgaben vor uns liegen. Und ich denke, die dürfen jetzt nicht in Vergessenheit geraten, sondern die müssen in den nächsten Monaten wieder verstärkt in Angriff genommen werden. Vielen Dank. Soweit Herr Dr. Depper. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Beides nicht der Fall, sondern mit 69 Ja-Stimmen wird das einstimmig so beschlossen. Als nächstes kommen